Mitarbeiter Nummer 403267A wurde der unautorisierten Verbreitung vertraulicher Daten überführt und möge sich umgehen. Autorisierung. Major Netscheid. Ach du Scheiße. Wo kommen all diese Monster her? Es ist nur eine Hypothese. Aber ich vermute, das sind die Körper toter Soldaten, die mit Sprossen infiziert wurden. Eine verdammte Hypothese. Willst du mich verarschen? Das ist doch... eine Schlussfolgerung. Das ist doch nie zuvor passiert. Verdammter Wichser! Scheiße. Wie ist das passiert? Ich vermute, dass mit den Sprossen etwas schiefgelaufen ist, nachdem Petrov die Fehlfunktion ausgelöst hat. Charles, ich bin in der Hitzewerkstatt. Es könnte unangenehm werden, wenn ich hier so lange drin bleibe. Nein, die Labortische in der Hitzewerkstatt oder dem Thermarium brauchen zwar hohe Temperaturen, aber die Temperatur in der Werkstatt selbst ist recht angenehm. Verurteilte Nummer 704557A, Nummer 907444K und Nummer 075332N. Schöne Scheiße. Es wird immer beschissener.
Wie viele kommen denn da noch? Drecksdinger. Kannst du mich bitte erledigen? Was zum... Warte einfach auf einen Sanitäter, ja? Welche Sanitäter? Die ganze Anlage ist den Bach runtergegangen. Und wer weiß, wann der Rettungstrupp hier sein wird. Aber ich habe jetzt Schmerzen. Ich werde nie wieder laufen können. Was? Warum ist hier denn alles den Bach runtergegangen? Wenn sich das nur in Wawilow ereignet hätte, wären Leute von anderen Komplexen schon eingetroffen. Aber das passiert überall. Ist das nicht klar? Vielleicht kann man das Ding irgendwie anheben. Einen Moment. Wir waren zu dritt. Sie versuchten es zu heben, aber vergeblich. Ein Roboter würde es schaffen. Aber die können wir nicht mehr fragen. Alles klar. Ich lass mir was einfallen. Beeil dich! Es tut verdammt weh!
Riegel tritt durch. Leckt mich am Arsch. Normalerweise ist das ein ganz harmloser Vermessungsroboter. Von wegen harmlos. Was hat er denn noch für Tricks auf Lager? Ich weiß nicht, ich habe keinen Zugriff auf die Daten dieses Modells. Ich wünschte, er hätte keinen Zugriff auf uns. Ich bin ganz deiner Meinung, Genosse Major. Los, suchen wir den Behälter. Zumindest müssen wir nicht die Tür zu dieser Werkstatt suchen. Wir klettern einfach durchs Fenster. Bitte Vorgang auswählen. Was meinst du, wo der Behälter sein könnte? Auf einer dieser Plattformen befindet sich ein Spender für lumineszierendes Polymer. Suchen wir ihn. Schon jemand hier? Klar, siehst du diese Leiche? Das ist Alexei, der Techniker. Seit wir umgebracht wurden, führen wir anregende Gespräche. Vor etwa 20 Minuten ist bei ihm irgendwie das Licht ausgegangen.
Er schaffte es noch am Ende etwas zu sagen, aber das war dann reines Kauderwelsch. Ausgegangen? Wie meinst du das? Ach, ich weiß auch nicht. Er ist sozusagen abgelaufen. Das muss an dieser Impfung liegen. Ich meine, dass tote Leute so gesprächig sind. Restaktivität des Gehirns vielleicht. Was sollte es sonst sein? War sonst jemand hier? Sieh dich nur um, es gibt jede Menge Opfer. Nicht alle waren gesprächig, aber... Nimm zum Beispiel Ivan. Er war Assistenzprofessor. Er redete tagelang. Oder Genosse Ulumbikov. Er verstummte heute Morgen. Zu schade. Er war jung. Jetzt sind alle abgelaufen. Aber ich halte noch durch. Und fragst du dich nicht, warum? Ja, natürlich. Es ist schon faszinierend. Berichte davon, falls du hier lebendig rauskommst, okay? Dann kann wenigstens die Wissenschaft Erkenntnisse aus diesem Blutbad gewinnen. Oh, ja. Alles für die Wissenschaft. Vielleicht nicht alles, falls du sagen willst, dass ich es übertrieben habe. Aber wenn du Gelegenheit dazu hast... Alles klar. Bis dann. Diese Kanister werden für Polymerverteiler benutzt, Genosse Major. Einer könnte nützlich sein. Ja, deswegen habe ich mir einen genommen. Der sah ziemlich speziell aus. Tage? Na toll, dann komme ich später wieder. Der Synthesevorgang kann beschleunigt werden. Hey, das klingt gut. Wie denn? Die Mischer, die das Rohpolymer mit anaeroben Bakterien anreichern, laufen mit fester Geschwindigkeit. Wenn wir sie beschleunigen, läuft also auch der Vorgang schneller. Wo ist die Bedientafel? Es gibt keine. Normalerweise ändert sich die Geschwindigkeit nicht. Aber eine Schockdetonation könnte den elektrischen Motoren zusätzlichen Strom verschaffen. Jetzt müssen wir nur noch die Motoren finden. Autorisierung. Major Nechayev. Point.
geladen. Ja, alles klar. Wusstest du, dass es hier eine Seilbahn gibt? Ich dachte mir, dass es eine Möglichkeit gibt, an die Geräte an der Decke zu kommen. Vorsicht, das geht tief runter. Ich könnte mich verletzen. Verletzen? Du Optimist! So bin ich halt. Es hat funktioniert. Das Leuchten ist sogar irgendwie schön. Achtung! Durch die ungeplante Wartung wurde der Reparaturalgorithmus eingeleitet. Genossen, wir müssen etwas gegen die Pilzspuren in der Keimungsabteilung unternehmen. Die haben uns mal wieder einen defekten Roboter geschickt und er ist innen voller Pilze. Das ganze Ding ist voller Myzel. Warum fühlen sich Pilze in der Polymerumgebung der Roboter nur so wohl? Wenn das so weitergeht, hat schon viel besser. Wir haben bald keine Labortechniker mehr, sondern Pilztechniker. Ihr seid doch klug, oder? Lasst euch was einfallen. Oh. Wieder diese Pchellas. Das System schickt doch mehr Pchellas los. Was du nicht sagst. Beschissene Seilbahn nicht schneller fahren. Diese Ereignisse hat niemand vorhergesehen. Das war eine rhetorische Frage, Charles. Thank you.
Jetzt müssen wir nur noch den letzten Motor beschleunigen. Wenigstens ist Munition kein Problem. Den Kanister jetzt nehmen. Genosse Major? Ja, hast du was Konstruktives zu sagen? Habe ich dich irgendwie gekränkt? Warum lässt du deine Frustration an mir aus? Tut mir leid, ist nicht deine Schuld. Ich ärgere mich nur über mich selbst. Warum? Du hast Petrov nicht umgebracht. Er wurde von seiner eigenen Waffe getötet, einem feindseligen Roboter. Das spielt keine Rolle. Ich sollte ihn lebend fassen und habe versagt. Und das ist noch nicht alles. Sechenov hat mir das Leben gerettet. Er ist wie ein Vater für mich. Soweit ich mich erinnere. Ich habe ihn enttäuscht. An wie viel von deinem Leben kannst du dich erinnern, Genosse Major? 2 Jahre, vielleicht etwas mehr. Ich weiß nicht mehr viel aus der Zeit vor der Verletzung, aber... Wie gesagt, er ist wie ein Vater für mich. Wenn ich eins sicher weiß, dann das. Na schön. Aber es ist unlogisch, wegen etwas mit dir zu hadern, wofür du... Wolltest. Logisch oder nicht, das ist doch egal. Dr. Sechenov hat sich auf mich verlassen und ich habe nicht geliefert. Jetzt ist er enttäuscht von mir und ich fühle mich scheiße. Wenn es nur das ist, dann denk einfach nicht mehr dran. Da bist du nicht der Einzige. Wie meinst du das? Liegt das nicht auf der Hand? Genosse Sechenov ist immer von allen enttäuscht. Man kann ihm nichts recht machen. Sein Perfektionismus ist krankhaft, das weiß jeder. Jeder einzelne Mensch in seinem Leben hat ihn enttäuscht. Was? So ein Schwachsinn. Neuropolymer-Handschuhe sind nicht imstande zu lügen. Ja, da ist was dran.
Wow. Sieht aus, als wäre seit Jahren niemand mehr hier gewesen. Der Grund könnte eine Fehlfunktion des Schwerkraftmodulationssystems oder eine übermäßige Produktion von Polymerdünger sein. Ausstattung zu beschädigen, zu veruntreuen oder an Dritte auszuhändigen.